Also bleibt auch in der Torjägerkrone alles eng. Und selbst Soriano haben noch eine Chance. Ich glaube, bis. Ja, gut, Pink ist schon weit weg. Aber die drei, die können es auch ohne sich ausmachen. Also Soriano sollten wir auch nicht vergessen. Und jetzt geht es gegen die Austria aus Wien. Drittletzter Spieltag. Ah, wir haben Manager Level Neues erreicht. Cool, Level 2. Habe jetzt auch weggeklickt. Ja, kann ich mitleben. Und dann haben wir noch Ried und Sturm. Holen wir gegen Austria einen Punkt. Wenn wir Pech haben, sind es dann wieder 5 Punkte. Gewinnen wir gegen Ried und am Glück könnten es 2 Punkte sein. Und dann haben wir das Duell gegen Sturm. Wenn das so passiert, dann bin ich gut. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon seit 1,5 Stunden hier aufgenommen. Also, ich glaube, um 21 Uhr so angefangen. Jetzt haben wir 23 Uhr. Also, ich balle hier gerade die Saison in einer Aufnahmesession durch. Mann, Mann, Mann. Und Austria Wien könnte rein theoretisch jetzt österreichischer Meister werden. Wenn alles richtig für die läuft. Kann Austria jetzt Meister werden. Und wir haben ein neues Sponsorenangebot. Dann nicht. So. Wo ist Holzer? Wo ist er? Ja, gut. Dann leck mich doch am Arsch. Also, Austria könnte zu Hause jetzt den Meistertitel feiern. 5 Punkte haben sie Vorsprung. Mal gucken. Sie müssten allerdings auf jeden Fall gewinnen. Weil ein Punkt könnten zwar 6 Punkte sein, aber dann wird die Tordifferenz noch nicht hinhauen. Aber wir führen jetzt erstmal gegen die Austria 1-0. Top Kagic. Und machen die Meisterschaft damit vielleicht wieder spannend. Eckball. Geht am Tor vorbei. Auf geht's. Natürlich wird die Austria jetzt rücken. Alter. Kurz nachdem Red Bull die Führung geschossen hat, stets macht Austria auch wieder den Schritt zum Punktgewinn. Drüber. So. Schade. Aber selbst mit den Unentschieden werden wir die Meisterschaft spannend machen. Aber Rapid wieder rausfallen. Es würde dann nur noch heißen Red Bull oder Austria. Ja. Und Grödig gewinnt gerade und würde damit Mattersburg auf den letzten Tabellenplatz befördern. Und ich weine gleich. Jetzt wären es 6 Punkte auf Sturm Graz. Und das wäre damit das Ende. Das wäre damit das Ende, weil die Tordifferenz. Ich kann zwar noch 6 Punkte holen, aber die Tordifferenz macht es mir dann kaputt. Also werde ich früher oder später, wenn nicht jetzt sogar das 3-1 fällt und dann alles vorbei ist. Okay. Ich muss was ändern. Eckball. Wenn jetzt Salzburg momentan verkacken würde jetzt noch, dann wäre jetzt Austria Meister. Sieht momentan allerdings noch nicht danach aus. Austria hat alles getan, um jetzt Meister zu werden. Jetzt hängt es an Red Bull, das noch zu verhindern. Und für uns ist Platz 4 damit wohl weg. Außer Sturm patzt jetzt noch. Ja, jetzt kriegt auch noch Austria einen Elfmeter. Meter. 4-1. Damit hat sich das Thema auch erledigt.
Und wir können Leute spielen lassen, die uns gar nicht mehr so viel gespielt haben. Ich meine, weil das Ding ist jetzt gelaufen. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Abstieg und auf die Meisterschaft, die jetzt fallen kann. Gucken wir uns mal die Konferenz an. Sturm führt noch gegen Ried 2 zu 1. Grödig führt wirklich gegen Mannersburg, also ein Abstiegsduell. Red Bull gewinnt wohl 3 zu 1 gegen Rapid und schießt damit Rapid aus dem Meisterschaftsrennen raus. Nochmal Elfmeter. Jo. Herzlichen Glückwunsch. Für Grönig ist das die Riesenchance jetzt. Jo. Für Weins. Das gibt dann die höchste Saisonniederlage. Bleiben wir mal in der Konferenz jetzt. Sturm 3-1, damit ist Platz 4 auch sicher. Platz 5 ist sicher, Platz 6 ist sicher, Platz 7 und 8 noch nicht ganz. Grödig jetzt hier mit einer Chance. Nein. Über die Querlatte. Ganz Parade vom Mattersburg-Keeper. Naja, gehen wir mal wieder. Da macht Rapid das 2 zu 3. Und könnte jetzt... Mattersburg macht jetzt einen Ausgleich. Und das heißt... Das heißt jetzt ja eigentlich, dass Grödig hinter Mattersburg fallen müsste. Naja, warten wir mal ab. ...6-1, Hattrick. Weiß Bescheid. Vielleicht will er auch noch Torschützenkönig werden. Ich meine, man da so weiter... Ja. Ja, und Rapid macht gerade Austria Wien zum Meister. Unfassbar. 7-1. Austria schießt uns hier komplett weg. Und feiern damit die Meisterschaft. Da haben wir noch ein 8-1 raus. Na komm. Austria Wien gewinnt gegen uns. Ja, machen wir noch ein Tor? Nein, machen wir natürlich nicht. Gewinnt mit 7 zu 1 und ist noch nicht deutscher Meister, weil Rapid in der allerletzten Sekunde noch den Ausgleich, den Führungstreffer erzielt. Nach einem 3 zu 1 Rückstand gewinnt Rapid noch 4 zu 3, schickt damit Salzburg aus der Meisterschaft raus und wird damit, ja, selbst noch eine kleine Hoffnung auf den Meistertitel. Unfassbar. Unfassbar. Wirklich unglaublich. Ja, und Grödig hat noch den Sieg verspielt gegen Mattersburg. Und damit bleibt er unten auch alles beim Alten.